Hallo und grüß euch, ihr Gefundenen da draußen. Und einen wunderschönen zu einer neuen Folge Total War Warhammer 3, die Immortal Empires Kampagne mit Elspeth von Draken. Ja, wir haben beim letzten Mal den Gebirgsfeldzug der guten Elspeth weiter fortgesetzt und sie hat hier diese Stadt eingenommen. Wir sind jetzt dabei, uns weiter mit den Grünhäuten von Asak anzulegen. Hier gibt es eine ganz spannende Situation, ob er wohl weiter in Richtung von Sylvania marschieren wird. Falls ja, falls wir ihn verfolgen müssen, könnte er uns hier auf jeden Fall ein paar Siedlungen niederreißen. Oder er dreht um und stellt sich uns und unserer Truppe, was natürlich der Optimal- und Idealfall wäre. Des Weiteren ist unser guter Dirk Hasselhoff in der Lage, sollte zumindest in der Lage sein, hier den Herrn Death Metal, den Hellcroft, zu stellen und ja, im Kampf zu stellen. Und genau das tun wir jetzt. Jawollo, genau das. Also, der ist ein Zauberer, der hat dabei einen Nahkampfspezialisten, eine Nahkampfspezialistin und einen Nahkampfspezialisten, juhu. Verstoßene, Nörglinge, Seuchenhüter, Chaosstreitwagen, die verrottenden Reiter, Ritter der Fäulnis. Okay, rüstungsdurchdringend, aber Anti-Large. Brut des Nörgel, ein paar Hundis und einen Riesen. Okay, alles klar, dann schauen wir uns auch mal an, was die Amethyst-Schützenreiter so drauf haben. Aber dieser Armee fehlt eigentlich auch noch so ein schönes Landschiff, ne? Oder ein Dampfpanzer, irgendeine 20. Einheit oder irgendeine weitere Bum-Bum-Einheit. Wobei gut, die dreimal Hochland-Langbüchsen, zweimal Hochland-Langbüchsen, die hauen von der Geschossstärke her auch schon ganz gut rein. So ist es nicht. Okay. Ja, die Flagellanten halten sich im Hintergrund. Lenkelmodus. Ist bei euch eh raus, okay. Lenkelmodus auch bei euch raus. Dann haben wir unsere Ritter. Ja, stimmt, unsere Outriders. Und unsere Amethyst-Johnnies. Grüßenk. Grüßenk. Also die haben jeder ein Schwert. Und so ein Mörser-Dingeling. Mörsergewehr, was auch immer, am Rücken. Abgefahren. Okay, also dann die Kanonen noch. Und die Mörser. Du ballerst mir. Auf den Riesen. Mörser schießt. Und dann lassen wir sie kommen. Ihr schießt mir auf den Riesen, bitte. Blödsinn, ihr schießt mir auf die Nahkampfhelden. Na, schießt mir auf den Gen. Schießt auf den Gen. Ja. Wieder mit den Hundis. Ja, wobei.
Hab's auch wieder. Hauptsache wieder flankieren und sandwichen mit seinen Hundis. Irgendwie treffen die den nicht, kann das sein? Weil der Schüsse aktiv wegtankt? Kann das sein? Komm, bum bum. Angriff. Ja. Geht das? Ja, müsste eigentlich. Na, wir landen. Outriders, Outriders, Outriders. Ui, die haben den in die Flucht geschlagen. Stark. Strong, liebe Outriders. Strong. Stimmt. Und dich gibt's auch noch. Okay. Onslaught. Great cannon. Handgunners. Powder dry. Ja, die beziehen da ganz ordentlich Dresche. Ja gut, gegen den erhabenen Held. Ist das ein bisschen klar? Wo bist du? Ah ja, du bist mittendrin. Gut, gut. Ah ja, diese Ritter sind da hier noch unterwegs. Hier dazu. Schießt auf den Riesen. Ey, warum bleibt sie stehen? Ach Leute. Der Blödsinn muss doch nicht sein. Der Sieg ist nah. Ja, ihr seid fertig mit Schießen, ihr auch. Schießt auf den Herrn Death Metal. Die Agenten sind ein bisschen ein kleines Problem. Ey, der hat echt Felix in die Flucht geschlagen. Stramm. Ja, der hat die gut Wookie gemacht, muss man sagen. Ja, wäre eigentlich im Interesse des Balancings eigentlich noch gut gewesen. Ja, haut's ab. Oder auch nicht. Wäre im Interesse des Balancings noch ganz gut gewesen, wenn das Imperium mit Thrones of Decay noch eine weitere Nahkampfeinheit, eine weitere Elite-Nahkampfeinheit bekommen hätte. Haben die Same Distreiter Steinfeuer? Krass. Noch irgendeine weitere Elite-Infanterie-Einheit, die ist ein bisschen. Sie muss nicht gleich stark sein wie die Auserkorenen, aber irgendeine weitere Elite-Einheit, die jo, einfach noch ein bisschen standfester ist, noch ein bisschen mehr kann als hier die Bihandkämpfer und die Hellebardiere. Weiß nicht, und wenn es nur sowas ist wie Elite-Bihandkämpfer oder irgendwie sowas, auf jeden Fall noch irgendeine weitere Upgrade-Stufe. Dass die gegen Chaos-Einheiten ein bisschen mehr können.
Ha, null Kills für die Kanonen. Luschen. Ja, aber die waren ganz gut, ne? 65, so weit, so gut. So weit, so gut. Okay, bitte Verstärkung. Ah, stimmt, da war ja ein Gewaltmarsch. Stimmt. Praise Sigma. So, sammeln bitte. Und der liebe Felix. Step to it. Kannst du... wir haben eh Verstärkungsrate, gut. Oh, der ist neu. Der Kerl ist neu. Aber gut, wenn der Drakenhof belagert, dann sollten wir den bekommen. Haben wir noch irgendwo... Ah ja, der Ludwig ist wieder da. Komm, probier's. Nochmal. Und immer noch kein Level up. Praise Beta Sigma. Dein nicht vorhandener Lernfortschritt ist erschütternd. Wo können wir Zauberer holen? Hier, okay. Was bist du? Du bist der Bernstein-Johnny. Amethyst-Zauberer, das haben wir schon. Grauer Zauberer, was das jetzt ist, weiß ich gar nicht. Also was für eine Art von Zaubersprüche. Aber ich würde fast sagen, nimm den Monsterfährtenleser. Gold Wizard. Einfach wegen zusätzlicher Bewegungsreichweite. Gut, Gotrek ist nächste Runde wieder da. Das erfüllt mich doch mit Freude. Und weiter geht's. Margi. Schlammgräber. Einfach ein paar imperiale Ingenieure, die einen Gyrokopter, einen verlassenen Gyrokopter, eine verlassene Gyrokopterstaffel der Zwerge entdeckt haben und jetzt einfach damit herumfliegen. Wäre doch schön. Okay, alles klärchen. Passt, dann müssen wir hier drüber rutschen. In Wände und in Schnelle. Imperiale Kolonien im Weltrandgebirge. Dann kommst du raus. Ja, wir können uns ja nicht mehr bewegen. Schade. Moor's gardens swell with fresh denizens. I serve no master. Nochmal einen Hirten angreifen.
mal Einheiten angreifen, habe ich gesagt. Stroke. Jo, so viel Schaden hat es nicht gemacht, aber bitte. Wizard of the Eagle. Du könntest eigentlich auch. Komm, und wenn es nur zum Leveln ist. Finding Fortune. Und wenn es nur zum Leveln ist. Protector of the Weak. So, was machen wir hier mit der 20. Einheit eigentlich? Also mit dem 19., wenn der Goldzauberer die 20. wird. Was machen wir da noch? Na, im Idealfall eine Kanone, oder? Also stimmt, wir haben ja was gesagt von wegen Dampfpanzer. Aber das braucht leider noch 4 Runden. Was mir eigentlich dezent zu viel ist. Ready to serve. Na gut, aber das Leben ist voller schwieriger Entscheidungen. Dann müssen wir halt leider noch warten. Aber ich möchte gerne den Dampfpanzer sehen. Also den mit diesen Salvenkanonen. So, ja, mach den Moonentöter. Dann kommst du hier dazu. The Empire. Und wir bewegen uns weiter, nächste Runde. So, und Mullen gönnt sich noch. Ah ja, das hier wäre noch nicht schlecht. Irgendwer noch irgendwelche Wünsche? Ah ja, das mit dem Bündnis mit Kislev wird bald was. By the Comet. Old Sawbones. Okay. Seek out the heretics. Ja, bleib einfach mal da. Ja, und wir schauen mal. Vermutlich wird er uns jetzt hier ein paar Siedlungen niederreißen und wir müssen ihm folgen, ihn jagen, bis wir so weit sind. Dann wird es sich vermutlich auch anbieten, wenn wir Karak Kadrin mal auslassen für den Moment. Einfach damit uns der nicht alles hinterrücks wegmeuchelt. Is it time? Jo. Soll heißen, auch wenn Wiesenland und Nullen jetzt ein paar Verluste kassieren wird, wir werden fürstlicher und königlicher und stärker zurückkommen als je zuvor. Ja, genau das meinte ich. Ach jo. Aber 2 Siedlungen in einer Runde ist ein bisschen brutal, Leute. Ehrlich. Ehrlich. Aber gut, er hat Waltenhof nur geplündert. Der läuft da auch munter weiter herum. Okay. Du Amethyst Guardian. Gehst in den Gewaltmarsch. Fear the Amethyst Wind. Yes, du. The rites of war okay. Are ready. Gebäude beschädigen. Ja. Yes. Du mockst den Angreifer nochmal. Arcane Master. Okay. Ach Gott.
mach das bei ihm. Und wenn es nur zum Leveln ist. I failed. Impossible. Impossible. Servant of the faith. Eigentlich brauchen wir den jetzt schon. Komm, dann brechen wir halt früher auf. Es sei denn. Komm, 3000. Ja, komm, dann machen wir das einfach. Dann holen wir uns noch eine vierte Armee. Und das reicht dann. Normalen Feldherr. Ja, nur noch einen normalen Feldherr. Einfach noch als zusätzliche Verteidigungskomponente. Ja, wie die einfach gratis sind. Okay, dann gönn dir zwar mit Hochland Langbüchsen. Viermal Hellebardiere. Und einmal Mercerinos. Never. Bitte noch Nullen zurück. Cash. Und hier der liebe Herr Hesselhoff. Bewegt sich mal weiter Richtung Bronzefestung. Ja, dafür muss der natürlich raus, weil 14 plus 19 ist ein bisschen böse für diese Armee da. Jo. Also im Idealfall traut er sich. Der liebe Freund. Pick up the pace. Der Minjung. Okay, Runde 91. Gebäude reparieren, den Waldenhof sparen wir uns noch. Also bis wir sicher sind, dass wir das halten können, dass uns nicht wieder wegstibitzt wird. Abhängig davon, was ihr jetzt macht. Ach, Asak, du Vernichter. Da müssen wir dich leider vernichten, du Vernichter. Ah ja. Tja. Okay. Ja, schade. Ich hätte mich ganz gern mit Elspeth mit ihm angelegt. Aber so, wenn uns das Spiel das ermöglicht, dass wir das ein bisschen abkürzen können. Herzlichen Dank. Dank, Dank, Dank und Anerkennung. Okay. The graveyard rose. Dann kommst du runter nach Waldenhof. Den können wir reparieren, die Gefahr ist gebannt. Und dann holen wir uns Eschen in der nächsten Runde wieder zurück. Alchemist. Weakening them. Intelligent. Jo. Yes. Mit dem level ich jetzt die Kampfskills, weil wir den ja dann in der Armee noch einsetzen. Ja, mach die verstärkten Mauern. Champion of the Faith. Ja, dann warten wir die zwei Runden halt noch ab. Dann warten wir diese zwei Runden doch ab.
Ich möchte gerne den Dampfpanzer da drin sehen. Herzlichen Dank. Dankeschön. Schönen Dank. Dampfpanzer und Landschiff, eine fantastische Kombo. So, Mr. Hasselhoff. Ja, prächtig, prächtig, prächtig. Gut, 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 gut. Okay. Du hast gleich 4 Level-Ups, das ist fantastisch. Technologie, 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 Technologie. Rohstoffhandel, so viele, naja, ob wir so viele Häfen haben, wüsste ich jetzt gar nicht. Ich glaube eigentlich nicht. Eigentlich haben wir keinen einzigen. Und wir gehen in dieser Folge noch die Schlacht gegen Einar Gurlus an. Dort vermutlich dann ein bisschen länger. Aber es ist wild und es ist episch. Und es ist eine wesentlich interessantere Schlacht als das Ding gegen Azak. Komm. Come on, come on. Jawollo. Greifenbanner. Okay. Festus, Festus, tralala, tralala, Doktorspiele gegen Festus oder gegen Einar Gurlus. Festus wird sich eigentlich auch mal eignen für ein Angespielt, ne? Wäre eigentlich wirklich eine Idee. Okay, also, schöne giftige Nebel im Hintergrund. Giftige Nebel, Gift, Gift, Gift. Prickelmodus raus. Ready to surf. Idealfall. Ja gut, die werden uns vermutlich entdecken, aber schauen wir mal. Schauen wir mal, was da gleich passiert. Und vom Start weg, du ballerst, du ballerst, du ballerst. Ball auf den Manticore. Und du einfach drauf los. Arsch. Ja, da kriegt ganz schön was ab. Ja. Kleines Zurückfeuern. Brrrt. Haut er schon ab? Ja, der haut schon ab. Abgefahren. Stopp, ich sehe es gerade. Alles klar, das habe ich jetzt nicht gesehen. Ja, okay, die Hundis machen mal frontalen Ansturm. Kann man machen, kann man machen. Ah, geht's auf den Gen. Ich mache den Lampen.
Staub, wer flieht? Achso, die Schützenreiter, okay. Aber die haben doch... Haben die nicht in der letzten Folge... Okay, da waren Hundis auch noch dabei, okay. Ich dachte mir, die hätten in der letzten Folge... eine Einheit von den... Na, von den Streitkolben wegen, sage ich, von den Streitwegen ausgeschaltet. Dachte ich mir. Dachte ich mir. Komm, Charge in den Rücken. Du bist auch noch da, okay. Flankieren. Ihr lasst es mal lieber bleiben. Du stützt ins Getümmel. Ja, sandwichen, gut. Gut, der mit His Johnnies machen ihren Job. Das ist fantastisch. Ja, machen wir irgendwie so. Mach dein Ding. Ah, es sieht nach Massenpanik aus, ganz dezent. Let us go! Handgunners! In range! Ja, das war doch gut. Absolut. Absolut zufriedenstellend. Auf die 100 Chaoskrieger noch bitte. Flatter, flatter, flatter. Auf die 100 Chaoskrieger. Ey. Friendly Fire war nicht notwendig jetzt. Leider. Na gut. Naja, hat auch gar nicht so lange gedauert. Ui, 118 Kills, die sind gut, die Amethystreiter. Die sind gut. Tralalala. Okay. Verstärkungsrate. Okay, und ich schätze mal, wenn wir den in der nächsten Runde angreifen, dann kommt die. Dann kommt er raus. Plus die Garnison. Also dann könnte man eigentlich den Sack zumachen, ne? Ausbildner. Felix. Gutrick. Okay. Also, und ich meine, wir wollten noch gerne... Genau, hier noch so einen Amethyst-Schützenreiter dazu holen. Sehr. Danke sehr.
Achso, stimmt, jetzt haben wir keinen Platz mehr für den Zauberer. Protector of the weak. Ja, dann kick den Hellebardier weg. Warrior of Sigma. Und du haust ab, kommst dann in die Richtung. Jo, du bleibst. Geld. Bitte Gold. Geld bitte in Gold. Und und. Zinnabaritgrube. Wow, warum nicht? Praise Sigma. Okay, der Ulrich. Ja, der Ulrich bleibt nochmal da, wo er gerade ist. Ja, Auerheim, das sparen wir uns. Und dann schauen wir noch in die nächste Runde. Jo, schauen wir noch in die nächste Runde, dass wir uns noch unsere Siedlung wieder zurückholen können. Und dann werden wir es für die Folge auch schon wieder dabei bewenden lassen. Tunnelwegenetz, alles klar, tschüss. Tunnelwegenetz, da folgen wir natürlich und fangen sie ab. Elspeth von Draken. Elsie Belsie. Lust, zählt für die Kavallerie. Und dann holen wir uns unser Eschen wieder zurück. Ja, mit dem fackeln wir jetzt nicht lange. Tschüss. Jo. Und wieder die Obstgärten und den Siedlungsausbau. Und hier ebenfalls. Okay, in der nächsten Runde wird die Gildenhalle der Technikusse fertig. Dann holen wir uns unseren Dampfpanzer mit Salvenkanone. Ich bin noch sehr gespannt. Ich glaube, dass wir diese dritte Armee da unten bald brauchen werden. Denn vor zwei Folgen haben die Waldelfen uns den Nichtangriffspakt aufgekündigt. Und auch hier unten die Oger. Jo, soll bedeuten, die werden vielleicht bald wieder anklopfen. Und wenn nicht, könnten wir ja bei ihnen anklopfen, weil die Armee schauen wir uns auf jeden Fall noch ausgiebigst in Aktion an. So, darüber hinaus sind wir ganz gut dabei. Uns fehlt natürlich jetzt noch der Angriff auf die Bronzefestung. Das werden wir aber, wie gesagt... The Empire. Können wir eigentlich in dieser Runde schon machen. Wir müssen nur ihn angreifen. Dann käme die Garnison. Und das da noch mit dazu. Die Frage ist nur so ein bisschen. Du bist der Hexer. Und ich meine mal, dieser Held, den er da hat, ist ebenfalls ein Hexer. Ja, der hat schon ein bisschen Spielzeug dann dabei, so ist es nicht. Nochmal seine schönen Streitwegen und seine Hundis. Ja, da wäre uns auf jeden Fall schon überlegen. Also so rein zahlenmäßig und so rein einheitentechnisch.
Blitzschlag haben wir mit dir ja noch nicht. Ja gut, noch nicht einmal annähernd. Jo, ob wir das wirklich machen, ob das was wird, sehen wir dann in der nächsten Folge. Es ist auf jeden Fall eine interessante Gelegenheit, den Sack jetzt schon oder in der nächsten Folge weitgehend zuzumachen. Und wie sich die Dinge entwickeln werden, ob es genauso kommt, ob wir beim nächsten Mal schon vor dem geschlossenen Sack sitzen, klingt irgendwie komisch, das so zu sagen, ja, sehen wir einfach das nächste Mal. Mit diesen Aussichten verabschiede ich mich, ich bin der Doc von Gfunden Games und ich sage, grüß euch und tüdelü.